So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde War Thunder. Diesmal ist Anime auch dabei bei dem Review, weil ja meine Stimme ist angeschlagen, wie man hört, ich bin erkältet. Und ich dachte einfach, es ist ein bisschen unterhaltsamer, es wird eine ganz lustige Runde. War 6-7er, es waren dann 4er Squad, wenn ich mich nicht irre, waren 4er Squad, ja, war. Ja. Da war der Hohle und ein Neuer dabei. Ja, und die Runde ist ganz schön, die wollten wir euch zeigen. Ist auch realistisches Battle, weil jemand hat ja gefragt, ja, realistisches Battle, mal. Das ist auch eins und das ist ein sehr schönes. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das kann man gut zeigen. Ja, das ist wahr. Okay, die 1 kann man sich dann wieder frei bewegen. Der Alex ist hinter mir auf jeden Fall. Ja. Ich bin auch in der Gegend, aber nicht sehr dicht gerade. Uha. Da haben wir Kill Nummer 1 gehört. Hey, jo. Schnell zurück. Nein, ja. Bei T44. Ich finde immer so geil, wie der Teddy da oben einfach rauskommt. Ja, ist doch super. So. Da knallt's. Oha, da wird ein bisschen angerammelt. So. Okay, dann bist du irgendwie vor mir, weil bei mir war jetzt gerade mit dem Rammen erst. Eigenartig. Naja, mein Gott. Das waren jetzt keine Ahnung. 3 Sekunden, mein Gott. So, ich hatte auch so den, als ich gestartet habe, noch auf sehr, sehr langsam eingestellt. Oh. Und dann hatte ich auf mal 16 bestellt für eine Millisekunde und das war jetzt. Naja, mein Gott. Ich glaube, sehr viel Malcher mit den Ruhen nicht. T44 habe ich nicht gesehen, ernsthaft? Wow. Mit den Zelt jetzt sehe ich. Ah, jetzt kommt glaube ich gleich die blöde Stelle. Da kommen nämlich mehrere. Ja. An der Stelle war ich schon erstmal tot, wo was jetzt auch gestorben ist. Ja, ich hätte noch eine Sekunde warten müssen, bis sie gar ein bisschen weiter hoch ist, dann hätte ich mit der Hidin auch vielleicht erledigt, aber ich mein Gott. Ja, Robert war irgendwie der Star der Runde, aber ich habe auch 8 Kills gemacht, deswegen. Also ich denke, wir beide zusammen haben die Runde echt, wie nennt man das, gecarried. Ja, so ein Tiger 2. Wir hatten auch verdammt viele Stritz, waren dann im Gegnerteam, die uns auf der einen Seite sehr angegriffen haben, sagen wir es mal so. Aber da haben wir richtig schicken Panzerchen hier. Ich war sogar hinter dir gerade. Ja, ich sehe es. Nein, du bist ja 3 Sekunden hinter mir. Ja, natürlich siehst du es vor mir. Oh, ich bin jetzt bei 3,55. Ich weiß nicht. 2,51 war ich da noch irgendwie mit. Der Kamm sammelt sich ja in Stellung B herum. Aber auf jeden Fall schon ordentlich vorgerückt. Ja. Ich mag ja hier Amerika, die Map finde ich schön, muss ich sagen. Und ich finde das neue Soundsystem einfach nur geil. Also, auch wenn ich finde, dass der Artie-Schlag jetzt echt nicht so schick sich anhört, aber ansonsten. Ja, das ist die T44. Da habe ich nur gehofft, kommt T34, fahre nicht wieder zurück und ups, dabei hoch weg. Ah, muss auf jeden Fall getrennt, der Robot ist rechts gefahren und ich links und dann versuchen wir jetzt hier gegenseitig die Gegner auf der Flanke zu halten. Weil der BMP von mir ist leider in dem Moment schon gestorben. Wird ordentlich auch vorgerückt. Hinten. Die ganze linke Flanke von Robot rückt da jetzt vor. Ja, und ich dachte mir, in dem Moment kommen, den Punkt nimmst du kurz noch ein, weil es ist ja nicht so viel. Wir kommen aber nochmal zurück, wo der Gegner mehr eingenommen hat. Danach würde ich mir ja kommen, fahr weiter. Weil es dauert gefühlt eine halbe Stunde, bis man den halben Balken davon vollkriegt.
Und da wir quasi da, ja, aber das kommt ja erst noch, das sieht man, dann kann ich auch dann erklären. Mhm. Ist ja jetzt mein Punkt eingenommen. Jo. So, habe ich gerade Kill noch gemacht. Schön, einer hat sich an die Seite auch angeschlichen, hat sich gedacht, den schnapp ich mir, haha, und dann bin ich mit denen geschnappt. Aber hier, wir wurden echt heftig flankiert, also die gesamte linke Seite von Oberst feuchten Fleuchten hat sich lang, wie lange ich den Gegner gesehen, den habe ich überhaupt nicht gesehen, nämlich viel. Hätte ich den für so früh gesehen wie jetzt gerade eben, hätte ich den einfach weggemacht. Super Pershing, ne? Ja. Nee, nee, ich meinte links, da ist links was auf der anderen Straße noch in Land gefahren, habe ich viel zu spät gesehen. Surprise! Vorhaltung. Ja, schöne Fontäne. Ah, die Feuereffekte finde ich schön. Teilweise übertrieben, aber schön sieht's aus. Oh ja, das wird schön. Aber ich finde die Explosion, die finde ich noch nicht schön. Die könnten müssten noch ein bisschen anders machen. Aber das ist meckern auf irgendwo. Alter, wie viel jetzt fährt. Ich dachte mir natürlich lieber erstmal den T-34 ausschalten, weil wenn der sich dreht, habe ich ein bisschen Probleme. Der M46 komme ich auch durch, wenn er mir die Front zeigt. Und dadurch halt richtig so ein Gefühl vom Morgen schießen. einer kommt pingen. Ja, an der Stelle bin ich von der Artillerie gekillt worden, also nicht von der Flak gekillt worden gleichzeitig. Und ja, das weiß ich auch noch. Und ihr seht auf der Minimap gerade, das waren Kill am 3, 4 Stritz war und was der Geier, was da ist gerade und Spawn angerufen hat. Am Spawn, ne? Mhm. Da stehen hier 5 Gegner übereinander, da leckt man sich auch, was zur Hölle. Also ich hoffe, das regelt sich demnächst mit den Schweden nochmal. Dass das nicht mehr ganz so lächerlich ist, aber. Naja, man muss halt erstmal kommen mit den Stritzwang, du musst natürlich jetzt erstmal kommen, wie kommst du da durch? Das musst du jetzt ja quasi erstmal lernen alles. So schaut das aus. Das wird sich schon einpendeln. Ja, wurde mir die Kette abgeschossen. Ja. Und erstmal noch RL nehmen. Wollte ich hab die ganze Zeit gehofft, dass da der Coole irgendwas vorführt, dass er abknallen kann, aber es kam nichts. Nee, die wollten alle schon beide auf den Spawn vorrücken. Mhm. Ach, ja. Und jetzt habe ich halt gesehen, toll, jetzt wird B eingenommen, bis wenn ich hier bin. Jetzt kommt da so ein kleiner Kugelblitz neben mir noch. Ah, den Schuss wollte ich nochmal sehen. Voll in die Seite rein, aber nicht tot. Okay. Nur Feuer. Und dann nimmt der Kugelblitz hin raus, weißt du. Ja. Schon echt nervig gewesen. Ah, jetzt wurde ich leider so. Von hinten auseinandergenommen. Jetzt räumt Oberst vorne auf. Na, ja, noch nicht leider. Gleichzeitig bei mir läuft Spinnen am Spawn bei uns an, ne? Man kann sehen nötig. Und da sind zwei super von diesen ganz schnellen, die um mich herumfahren, an mir vorbei und so scheiße. Ich versuche die während der Fahrt zu erwischen. Während Oberst jetzt hier den Spawncamper. Oha, da wird irgendwas von hinten, ne? Ja, M56 hat mich down gemacht, leider. Da war ich wirklich so, da wurde richtig rumgewuselt. Da habe ich einen erwischt. So, oha. Ah, jetzt okay. Und da wollte ich schon sagen, ob die Wiederholungen gepackt hat. Nee, der ist da. Du bist auch mal gespawnt. Und jetzt war ich auf der Jagd nach dem anderen, den hatte ich vorher noch einmal erwischt. Geht da jetzt links um die Ecke. Das war auch so ein bisschen so, der hat auf mich gezielt, ich auf ihn, wer kann zuerst am drücken? Das war in dem Fall dann ich. Und da ist Hollow in der Luft über Oberst. Also wir hatten auch noch zwei andere Kollegen, aber die waren natürlich nicht ganz gut wie wir. Ja, die Runde war echt geil, also. Sind aber auch gut bewegen, ja. Alles mal gut, alles mal schlechter, ne? Ja, und an der Stelle war das dann, wo ich Oberst erzählt habe, ja, die stehen hier in jedem Hausspalte stehen die. Egal in welchen Gang du guckst, da sind mindestens zwei Gegner. Was ich ja schon wusste, da ich dann davor auch voll gekillt wurde, aber war interessant. Ja, die bin ich mega auf. Ich glaube, da war das an der Stelle, wo ich jetzt auch selber gleich sterbe nochmal.
weil da irgendwie zwei Gegner aus zwei geilen Reihen gleichzeitig rauskamen. Ja, da steht der Premium BT7. Wurde ja gesagt, was? BT7? Ja. Das war keine Fülle. Jetzt kommt ja gleich der Beschuss aus der Straße. Jetzt hat er mir gesagt, BT7, ich habe gesagt, ja BT7, dann mach ihn doch einfach weg hier. Mach ihn doch einfach weg. Wenn Adi wieder so rufschießen ist, ich ihn wieder einfach. Jo. Aber ja. Ihr seht ja, gegen was wir die ganze Zeit kämpfen. Strilzwar und Pipapo, Passbofas, dann noch von rechts gleich auftaucht. Da habe ich gedacht, WTF, warum kommt dieses Scheißding jetzt erst? Stimmt, das natürlich ändert. Ja, weil das wurde auch nicht einmal rechts im Chat, dass der überhaupt da ist. Also er muss da mal erkennen, was der da vorgefahren ist. Irgendein Billo-Scheiß. Vielleicht war das auch der BT7-Fahrer, keine Ahnung. An der Stelle wurde auch ein bisschen vom Flugzeug unter Feuer genommen, deswegen war ich auch so ein bisschen. Ein B, ne, die wollen einfach nur das B wieder einnehmen. Mhm. Ja, da kommt der andere Kleine, der FM irgendwas, 4344. Ich wusste, dass ich da was gehe, aber jetzt gucke ich, der ist weg. Wo ist er? Ich dachte noch, dass ich, weil ich habe im Game was gesehen, also guck dann und dann ist es weg. Da war so echt, was ich wusste es. Aber nicht jetzt, glaube ich, war wieder gestorben. Ach, jetzt sieht man sogar schon rechts im Text, was da für ein Panzer ist. Ja, ich dachte mir nicht, dass das ein Fehler ist. Ich wollte eigentlich ursprünglich links weiterfahren, aber da B dachte ich, komm, fahr hier lang. Ich hätte ganz links weiterfahren sollen, nicht hier rechts hin, aber naja. Also das hört auch nicht auf, wo die Gegner diese Runde. Nee, da hast du Sturzwang, schöne Bild, dann schießen die besser. Und jetzt da, bam. Ein fucking IS-3 kommt auf einmal. Ein beschissener IS-3 ist auf einmal da. Weil es da vor der Runde war nicht ein IS-3, nix. E44 und so war, aber kein IS-6, kein IS-3, kein gar nichts in der Richtung. Und auf einmal ist ein IS-3. Jo, war ärgerlich. Ja. Aber ich gebe natürlich nicht auf, spawn nochmal mit dem Tiger. Oh, Anime sehe ich gerade jetzt im Jagdpanther unterwegs. Wir können ja mal kurz da hin switchen. Ja, dann stand ich halt da und habe hat sich erledigt mit Anime. Wenn ich gerade nicht gehen, jetzt da war das, wo ich aus jeder Gasse irgendwie zwei Gegner standen, weil wir mich abgefeuert haben. Und jetzt ist schon wieder das, wo ist der scheiß IS-3 jetzt wieder? Jetzt ist er wieder weg, wisst ihr? Da sieht er jetzt auch in der Wiederholung, da ist ein T92 noch, ups, bei dem Abpraller. Ja, guck mal, der IS-3 ist echt weg, guck mal, du siehst doch nicht das, hier das Decoil. Der heißt es Decoil, ich glaube schon. Also der ist auf jeden Fall noch da. Ja, da links hat man ihn gerade gesehen, links hinter B. Da ist er, okay. Noch eine Stritze war denn. Ich darf natürlich nochmal, ich habe ja schließlich auch 8 Kills gemacht, ne? Also kommen wir noch mit Ferdinand nach. So, und jetzt kommt der Oberst. Schön im weiten Feld. Ja, ich habe leider durch die ganzen Gebüsche nichts gesehen, dummerweise, aber jetzt. Ja, da war auch ziemlich viel Raub, ne, weil da viel geballert wurde. Oh, schön abzielen. Ja, jetzt repariere ich gerade schön. Ja, da zielt ein schönes Tritzwagen, steht da und. Aber man kann auf jeden Fall sagen, wir haben alles gegeben, um die Mission zu retten, aber es war leider nicht genug. Ja, leider. Ja, und da die Stritzwagen noch recht neu sind, dann hat man natürlich auch nicht große Ahnung, wie man die überhaupt genau kaputt macht. Ey, ich weiß jetzt, du kannst halt genau, wo die beiden Frontplatten aufeinander schlagen, da hast du eine Chance durchzukommen. Kommandantenluke oben links und sonst kannst du rechts und links, wenn du reinschießt, sie in Brand setzen. Ja, dann auch die Flak mit dem G rausgenommen. Den Stürzwagen hatte ich ja die Gun rausgenommen, aber da jetzt kommen noch, weiß ich, wie viele Panzer von links. Zwei. Und dann killt mich eine Scheißbombe.
ja. Und das war leider das Ende vom Lied. Wir können ja nochmal gucken nach Anime, weil ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Mal gucken, ob Anime noch. Was ist denn für eine Sicht? Hallo? BTF. Ja, da. Achso. Kette im Arsch, deswegen. Ich hab mir auf sichere Stelle gedreht, hab noch einen. Ja, da kam irgendwie so ein Reservepanzer, kam da irgendwie rechts an, weißt du? Hab ich auch gedacht, okay. Und jetzt kommt der IS-3, hättest du rechts hingeguckt, hättest du ihm vielleicht in die Seite schießen können. Ich wollte jetzt noch auf ihn schießen, ich hätte auch noch auf ihn geschossen, wenn ich mit dem Zeit nicht umgegangen wäre. Der kommt jetzt dann nämlich auch noch gleich raus. Ja, wie ihr seht, der Holo war hoch vierter Platz, der Alex war leider schlechter, weil der hatte, der kam mit 5-7er Panzer um die Ecke. Ja, jetzt wollte ich nochmal stellen, da war es aber schon um. Aber genau. War eine sehr schöne Runde, fand ich. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.